Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gerade spontan überlegt, dass ich euch die nächsten 4 Tage einfach so ein bisschen mit durch meinen Alltag nehme, was ich so esse und was ich mit zur Arbeit nehme. Also so ein bisschen Meal Prep, Full Day of Eating in einem. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ach so, ich starte in den Tag immer mit einer goldenen Milch. Das ist Kurkuma und Gerstengraspulver zusammengemixt mit Wasser und Hafermilch. Ein Teelöffel Leinöl ist noch drin und Vitamin B12, D3 und K2. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Für mich geht es jetzt gleich zur Arbeit und bevor ich euch zeige, was ich mit zur Arbeit nehme, dachte ich mir, ich melde mich nochmal fix bei euch. Und zwar ist es nämlich so, dass alle meine Rezepte natürlich schon bei Instagram online sind. Also alles, was ihr hier im Video seht, ist dann auch schon bei Instagram online. Schaut da also gerne mal vorbei und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in den Dienstag. Ich packe meine Tasche und nehme mit. Nee, Spaß, aber ich nehme 1,5 Liter Wasser mit. Hier nehme ich noch einen Kaffee gleich mit drin. Mit, drin, mit, drin, mit. Egal. Dann habe ich hier einmal einen Snack, einmal so ein Hey-Bite und eine Birne. Und dann hier fürs Mittagessen verfahre mit einer Pilzsoße. Genau. Ich bin vom Training wieder da und bei mir gibt es jetzt noch ein Abendessen. Und zwar hatte ich einmal hier Kartoffelpüree mit dieser veganen Bratwurst vorbereitet. Da habe ich jetzt noch einen Schlag Mayo dran gemacht, beziehungsweise diese vegane Salatcreme hier. Die ist jetzt leer. Und dann gibt es dazu noch 2 Möhren und ein bisschen Hummus. Die werde ich da rein dippen. Das ist einfach dieser hier vom Lidl. Aber den könnte man theoretisch auch noch selber machen. Guten Morgen. Ich starte in den Tag genau wie gestern mit meiner goldenen Milch. Prost! Ich habe mich gerichtet und für mich geht es jetzt zur Arbeit. Und ich wollte noch ganz kurz einmal sagen, gestern habe ich euch hier ein Full Day of Eating in vegan gemacht. Ist mir gerade aufgefallen und heute gibt es dann eine vegetarische Variante. Viel Spaß! Das sieht ähnlich wie gestern aus. Ich habe wieder 1,5 Liter Wasser. Hier mache ich gleich noch einen Kaffee rein mit Sojamilch. Nee, Barista Hafermilch so rum. Und dann habe ich hier ein Mittagessen. Und zwar ist das die Gnocchi-Pfanne. Und dann noch einen Snack für zwischendurch zum Kaffee. Bei uns gibt es jetzt ein Abendessen. Und zwar habe ich hier Blitzpizza gemacht. So sehen die aus. Und ich habe folgende Sachen verwendet. Einmal so Tortilla-Wraps, dann da einfach ein bisschen passierte Tomaten obendrauf, Pizzagewürz und ein bisschen Gratin-Käse. Und das war's auch schon, dann kommen die in den Ofen. Und so sehen dann die fertigen Pizzen aus. Die haben total den dünnen Boden, richtig lecker. Und schmeckt ganz gut, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und im Übrigen bekommt ihr bei Just Spices mit meinem Code JustLisa das Avocado-Topping for free. Ich glaube, das habe ich hier auf YouTube noch gar nicht erzählt. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke es euch aber auch in der Infobox. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag und ich denke, ihr wisst, was kommt. Ich starte in den Tag mit einer goldenen Milch und dann zeige ich euch jetzt auch noch, was ich mit zur Arbeit nehme. Ich habe mich auch schon gerichtet und dann werden wir jetzt gleich einen kleinen Morning Walk machen und ein paar Schritte sammeln. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und das ist mein Meal Prep für die Arbeit. Ich denke, ihr wisst jetzt schon, was kommt. 1,5 Liter Wasser, einen Kaffee mit Barista Hafermilch. Dann habe ich mir für heute Mittag Kartoffel- und Kürbisspalten gemacht mit einem Kräuterquark-Dip, einfach aus Speisequark und einem Gewürz. Und dann wird es für nachmittags noch einen Riegel geben zum Kaffee. Bei uns gibt es jetzt ein Abendessen. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr sagen, außer Yummy!